Kann ich mit Backofenhand schon online ein Rennen gewinnen? Mit diesen riesen Dingern wird es gleich noch viel härter. Ihr Psychoblick hilft aber, den Gegner einzuschüchtern. Wir haben einfach das originale Rosana in der Lobby. Jetzt aber genug gestärkt, also Handschuhe auf und ab ins Verderben. Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist der Anfang leicht, aber gegen Ende hin rutsche ich immer weiter vom Controller ab. Gute Items können bei dieser Challenge auf jeden Fall helfen. Oh ja, Mann, perfekt. Verdammt, ich rutsche jetzt schon vom Controller ab. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich mich erstmal wieder neu ausrichten. Ey, der erste Platz wird mega hart. Ohne gute Items wird hier aber gar nichts gehen. Komm, Junge, gönn Papa ein paar neue Schuhe. Oh Gott, wie kann man denn so gescampt werden? Wir machen das Beste draus und übersehen erstmal die Abkürzung. Und dann vergessen wir schnell den Scamp von eben und blicken nach vorne auf zwei starke Items. Ah! Runde 2 ist am Start und langsam fange ich mehr an abzurutschen. Noch habe ich das Ganze aber unter Kontrolle und konnte aus meinen Fehlern lernen. Die Snipes müssen aber gleich sowas von sitzen. Schluck den Panzer, Junge. Oh, nur noch einer zu holen. Endlich mal Items, mit dem man arbeiten kann. Wow, wie knapp war das? Wir sind in der finalen Runde und brauchen jetzt ein Abo, der bei 200.000 verlost eine OLED-Switch. Endlich mal Pilz, über die ich mich freue. Los, schnell noch zur Abkürzung. Oh nein, ich rutsche wieder ab mit den Handschuhen. Ja, wir haben ihm die Items geklaut und sind jetzt Zweiter. Come on. Schluck den roten Panzer. Hä, hey, Moment, wo ist der Erste hin? Egal, zieh durch. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Los, Daisy, wir haben die höchste Beschleunigung. Let's go!